Ja, die kalte Jahreszeit kommt mit großen Schritten und ich finde es ja draußen immer am schönsten, aber so langsam wird es dann doch ein bisschen ungemütlich und kühl, wobei wir ja total viel Glück haben dieses Jahr, dass es doch so lange so schön und warm ist. Du sitzt ganz viel drin, wahrscheinlich im Büro, in klimatisierten Räumen oder in Räumen, die eben stark geheizt werden, je kälter es wird, und die Luft wird einfach immer trockener und man spürt dann einfach auch so eine Beklemmung in der Brust. Die Nasenschleimhäute werden trocken. Es fühlt sich alles einfach überhaupt nicht gut an. Und mein Tipp heute ist, benutzen Diffuser. Das befreit die Atemwege, es erleichtert ungemein und du fühlst dich frisch, belebt und hast nicht das Gefühl, du sitzt jetzt in so einem Raum, wo die Luft total trocken ist und wo alles total abgestanden und tot ist. Das ist eine ganz tolle Mischung, da sind ganz viele Eukalyptussorten drin. Das ist total frisch, befreiend. Man kann es auch super auf die Brust auftragen, wenn man auch das Gefühl hat, Erkältungszeit, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, um sich da zu befreien und zu schützen. Bringt es total viel. Es bläst richtig durch, befreit die Nase, die ganzen Atemwege. Man hat das Gefühl, es wird wirklich alles irgendwie wieder befreit und man kann wieder durchatmen. Auch psychisch, finde ich, wirkt es total stark befreiend. Also man hat wirklich so ein Gefühl, man kann alles so loslassen. Es fällt alles einfach so von einem ab. Also man kann es hier super auf die Atemwege auftragen und es bringt auch so eine Frische, so eine Befreiung für die Brust. Ich benutze es oft schon, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe so ein Kratzen im Hals oder so, um mich einfach geschützt und sicher zu fühlen, inhaliere ich das dann morgens und abends und ich habe immer das Gefühl, es gibt mir so einen starken Schutz und meine Atemwege sind einfach geschützt und ich bin nicht so anfällig, wenn dann alle um mich rum niesen und husten und es fühlt sich einfach gut an und es riecht auch gut. Oft ist es ja auch so, dass die Nase einfach zugeht. Also gerade im Winter, denke ich mal, wo die Schleimhäute trocken sind, ist die Gefahr groß, dass einfach die Nase dann schnell zugeht. Aber Freunde von mir haben mir auch schon erzählt, dass sie nachts einfach schlecht schlafen und dann aufwachen, weil sie einfach keine Luft mehr bekommen. Und dann habe ich auch den Tipp gegeben mit dem Öl und sie haben es mal ausprobiert, einen Diffuser ins Schlafzimmer gestellt. Und sie konnten wunderbar durchschlafen. Keine zu ne Nase mehr, alles frei und offen und die Nachtruhe war gesichert. Ja, RC hat auch eine hohe Schwingung. Das bedeutet auch, wenn du jetzt energetisch irgendwie nicht so toll drauf bist, wenn du dich angeschlagen fühlst, wenn du dich geschwächt fühlst und du inhalierst RC, dann kommst du sofort wieder in eine hohe Schwingung. Es dauert nur 20 Minuten und du bist wieder fit, vital und bist wieder in deiner ganzen Kraft und in deiner hohen Schwingung. Ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback dazu mitteilst und was du so erlebt hast und wofür du es benutzt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!